Und Metal, ihr lieben Hähnchens, willkommen bei Mad Dog, der bissigste Kanal auf YouTube weit und breit. Viel Spaß! Au! Und Metal, meine lieben Haterchens, da bin ich wieder, euer Mad Dog. Und natürlich seid ihr willkommen auf dem Wohl. Kanal auf ganz YouTube weit und breit, meine lieben Freunde. Und ja, was machen wir heute? Ja, ich sage jetzt mal so, wir machen heute ein Video, wo ich jetzt sage, besser spät als nie. Genau genommen komme ich ja nie zu spät. Ich komme genau dann, wenn ich es beabsichtige. Und ich bin heute zur Abwechslung seit längerem mal wieder nicht alleine. Ich habe einen neuen Gast mit dazu genommen. Der war hier bei mir noch nie. Und er selber hatte auch noch, war auch noch nie mit jemand anderem in der Videoaufnahme. Ich begrüße den allseits bekannten Bewährungsversager, Metal. Metal. Na, wie geht's euch, Leute? Ich bin der Bewährungsversager mit ganz wichtig. Kennt ihr ja bestimmt von meinem Kanal und ja, ich freue mich heute hier zu sein. Wie gesagt, es ist das erste Mal, dass ich mit jemand anderem zusammen was aufnehme. Und ja, ich bin gespannt, wie es läuft und ich hoffe, euch gefällt's. Ah, bestimmt, den meisten gefällt, was wir machen. Die gucken das schon, verlass dich drauf. Na, glaub ich auch. Ich würde es auch gucken. Ich würde es auch gucken, ganz offen. So, ja, ihr seht hier, was wir machen. Wir nehmen uns den guten Gronkh vor, wo unser Dicker ja gesagt hat, er gibt ihm jetzt noch eine letzte Chance. Er ist so gar nicht arrogant, oder? Nee, finde ich auch nicht. Aber jetzt zu Anfang würde ich gerne mal hier was sagen. Und zwar schauen wir uns einfach mal an, wie Gronkh streamt, wie er vor der Kamera auftritt, Haare gemacht, Bart schön, Das Bild allgemein super ausgeleuchtet, man sieht den Hintergrund und demnächst, ja in ein paar Minuten werden wir Rainer sehen mit Rainers Hintergrund und wie er so aussieht und ihr wisst ja alle. Ja, da gingen ja manche, da habe ich von einer lieben Freundin Lamettel, ja, Grüße und Liebe geht raus. Habe ich von ihr bekommen, sie hat dazu geschrieben, ja, da hat er einen Wuthaarschnitt reingemädelt. Ja, würde ich auch sagen, aus Enttäuschung, weil Gronkh ja eher Ofi den Vortritt gegeben hat als ihn. Ja, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Rainer sich gefühlt hat. Er hat bestimmt ein bisschen rumgeflennt innerlich. Und nachdem ich die Kamera aus war. Ja, nicht natürlich, ja. Ja. Und dabei ist ja Gronkh gar nicht sein Vorbild, er guckt ihn ja nicht. Nee, er spielt nur seine Let's Plays nach, bringt an denselben Stellen dieselben Witze. Ja, ist so. Das müssen wir auch mal angucken. Ach, das ist ja, dieselben Witze. Da habe ich so auch das beste, aktuellste Beispiel. Sieht man, wo Troll Lindemann ihn bei Sons of the Forest reacted. Da macht Rainer ja den Witz bei dem Hubschrauber mit Puffkorb, mit Puff und so weiter. Den Witz erspare ich mir jetzt. Ne? Und Gronkh macht an der gleichen Stelle den gleichen Witz. Puff. Wo du dir denkst, aber er ist nicht dein Vorbild. Gell? Nee, bloß nicht. Ja, wer weiß, vielleicht hat ja auch Gronkh bei Rainer geguckt. Als erstes. Ja, okay, na gut. Das kann schon sein. Wer glaubt ja auch sein, oder? Ja, da muss ich mal in die Runde flammen. Wer glaubt da noch dran? Die Hand hoch. Ja, doch so viele. Du glaubst doch da selber auch nicht dran. Ne? Also, ja, natürlich nicht. Aber obwohl, ich weiß nicht, 2 Millionen Marke oder eigentlich, wenn man es genau nimmt, in so einem Discord-League. Da hat der Rainer auch gemeint, ja, seine Marke wäre locker 2 Millionen wert, wenn nicht sogar das 2-3-fache. Also er geht eigentlich von 6 Millionen aus. Das würde ich ihm wirklich zutrauen, also dass er wirklich sowas denkt. Ja, locker. Ich würde ihm das auch locker zutrauen. Ich wüsste nicht, warum er das anders denken sollte. Er ist ja
sonst auch nicht so hoch gestochen. Aber ich gehen wir mal hier rüber. So, da haben wir jetzt schon mal das Video. Ich muss jetzt hier euch vorwarnen, nach ungefähr 18 Minuten, ab da beginnen wir, kurz vorher. Das ist das Wichtigste und das Schönste vom ganzen Video, wo unser Rainerle dazukommt. Ja, da freuen wir uns schon drauf. Das wird eine witzige Runde. Und da du ja, ich weiß nicht, ob du meine Tradition kennst, da du ja mein Gast bist, hast du auch den ersten Playbutton. Ah ja, die Tradition kenne ich, habe ich schon mitbekommen. Okay. Ja, dann starten wir mal rein. Ja. Aber das ist schon eine, ganz schön hohe Messlatte. No pun intended. Das ist, besitzt du nicht einen Forst? Nein, ich besitze keinen Forst. Nein. Ich glaube, hatte Unge sich da auf Madeira nicht irgendwie was geholt oder so? Ja, Unge, das ist ja auch so ein Thema beim Rainer. Unge ist auch so ein Thema, wie Iblabli auch. Ja. Unge, Iblabli und Gronkh, das ist so sein Ding. So. Das sind seine Vorbilder. Ja. Vor allem aber trotzdem, die Nummer 1 ist Gronkh. Da ja. Braucht man sich nicht vormachen. Glaube ich auch. Aber, ja, er ist von, ja, er und Gronkh, der Unterschied, das sind Welten, und mindestens 100 Kilo. Mindestens. Mindestens, ja. 120, 130 würde ich sagen. Ja. Das ist, weiß ich nicht. Okay. Ich sehe gerade hier Drachenlord Porno. Heute im Talk dachte ich, wir können uns doch endlich mal schön nebenher über das Thema sexuelle Ängste unterhalten. Wie genau komme ich auf ein gerade solch seltsames Thema? Ist, okay, der Blog ist sehr speziell. Ja, was denkst du, was bei Rainer so passiert, wenn er sowas erstellt und Kommentare zulässt? Was meinst du, was da passiert? Er wird natürlich nicht, wie soll man sagen, er bekommt natürlich keine Nicht-Troll-Kommentare. Für mich ist das schon alleine ein Troll-Kommentar. Ja, glaube ich auch. Also wird er da irgendwie die Kommentare offen haben. Ja. Gute Nacht. Also. Da sage ich auch, gute Nacht, wird schöner Spaß, ach je. Naja, aber... Aber der Zensurlord, der ist halt so. Ja, richtig, ist halt unser Dicker. Ein wichtiges Thema zu sein. Der Idee, ich möchte eine eigene Kommune gründen, ja, dabei muss man viel bedenken. Ich hätte nicht vorlesen und sollen. In diesem und den nachfolgenden Post werde ich viele Sachen wiederholen, ansprechen und erläutern. Fragen oder Ideen sind willkommen, aber bedenkt, dass ich an dieser Idee schon seit vielen Jahren festhalte und mir daher viele Gedanken gemacht habe. Von wegen, seit vielen Jahren. Wie ich Rainer kenne, ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, wie ich Rainer kenne, hätte er diese Idee vor Jahren schon gehabt, wüssten wir auch vor Jahren schon, worum es geht. Weil er kann sowas definitiv nicht lange für sich behalten. Ja, erstens das und zweitens, vor Jahren hat er ja eigentlich schon die perfekten Voraussetzungen für sowas gehabt. Er hat ein Riesengrundstück, die mehrere Gebäude, ein Hof, hätte auch so Platz gehabt, um ja, Gemüse und Obst und so weiter anzubauen. Er hat ja sogar Ställe gehabt. Da kam er aber nicht auf die Idee, weil da wollte er lieber für sich sein. Ja, richtig. Weil Eilen ist halt nicht so Rainers Ding. Absolut nicht. Eben. Rainer und Teilen, das haben wir gesehen. Gut, du musst jetzt das verbessern. Ja? Seine Unterputzdeckel hätte er geteilt. Mit Flutopfer. Ich glaube, nicht mal die hat er verschickt. Nicht mal die. Deswegen sagte ich ja, hätte. Der Wille war da. Der Wille war da. Sind wir mal ehrlich. Ja, nein, ich wollte sagen, seine Faulheit war dagegen. Na, das glaube ich auch. Seine Faulheit ist stark, der Wille zu schwach. Bei ihm ist alles zu schwach. Ja. Außer die Fresssucht, die nicht. Die ist stark in ihm. Ah, sehr stark. Die Zuckersucht. Ja. Acht habe. Also,
Da sieht man, dass die Kronk schnauft schon. Die Kommune sich effektiv, hier sieht man das, selbst versorgen möchte, Lebensmittel, Holz und so weiter idealerweise selbst angebaut werden. Solche. Wie gesagt, ich finde, also jetzt, ne, wir klammern mal das ganze Drachenlord-Thema aus. Generell finde ich den Kommunengedanken ehrlich gesagt immer ziemlich spannend, so mit Selbstversorgung und sowas, wie gesagt, ne, nicht weil ich das machen will, ich finde es nur interessant. So, aber ich würde halt nicht gleich anfangen mit Holz selber machen, also ne, Bäume anbauen, quasi einen Forst besitzen. Vor allem er in Wald. Ja gut, er war mit 4 mit seinem Vater schon im Wald, ne? Muss man ja sowas schon sagen, ne? Aber, ja, Stücken drücken. Ja, genau. Aber jetzt nee, jetzt nicht mehr. Der kann ja kaum ohne Anstrengung von seinem Stuhl aufstehen. Aber der arbeitet doch schon seit seinem 14. Lebensjahr. Ja. Er schon. Was ich auch nie verstanden habe, dass er dann kam mit, ja, Ferienjob. Ja, allein dieses Wort Ferienjob sagt doch schon, dass du das in den Ferien machst. Was machst du die andere Zeit? Ja, ist so. Aber arbeitet seit der 14 ist, natürlich. Ich habe schon, aber der beste Satz von ihm war, ich habe schon genug gearbeitet in meinem Leben. Ja. Mhm. Und das hat er mit Ende 20 schon behauptet. Ja, genau, so sieht's aus. Da kriegst du doch die Tür nicht mehr zu. Also ich glaube, den könntest du nicht mal so Zeitung austragen lassen, nur am ASB. Nur dort. Ja. Es wäre zu viel Arbeit. Diese 4, 5 Häuser, was da sind. Das wäre zu viel Arbeit gewesen für den ganzen Samstag. Richtig. Bäume anbauen und so weiter. Der wäre doch gar nicht mit seiner aktuellen Statur zum nächsten Haus gekommen. Mit dem ganzen Gepäck. Nee. Sägewerk, was weiß ich, dann wollen wir Möbel schreinern, ich habe keine Ahnung. Ich muss auf gar keinen nachbauen, wie bei GTA in den Bergen. Ja, ich würde vielleicht... Oh, da ist er. Da heißt ihn willkommen, unseren Dicken. Ja, und jetzt vergleicht mal bitte Gronkh sein Bild und das von Rainer. Ja. Oh Mann, das macht schon Bock, zu zweit zu reagieren. Ja, ich weiß, es macht ultra Bock. Ja, dann sitzt man nicht so alleine in der Wohnung und lacht über irgendeinen Fetten. Ja, und alle, die außenrum zuhören, die Nachbarn, denken sich, was ist bei dem los? Mit wem redet der? Also das denke ich mir auch gerade, ey. Ich kann es ganz schlecht einschätzen, ob ich jetzt gerade laut bin oder leise. Ich auch nicht. Wir haben das Medilog-Buch hier schreibt heute immer noch den 16. beziehungsweise, ja, den 16. um 23.13 Uhr. Also wir sind immer noch am selben Tag, als ich heute mein Video rausgehauen habe. Ich bin jetzt gerade heute schon beim zweiten Video mit jetzt Bewährungsversager. Du hast heute dein erstes, oder? Ich habe jetzt seit, glaube ich, einer Woche nichts mehr gemacht, weil ich einfach kaum dazu komme. Okay. Und ja, aber es wird einfach wieder Zeit, ja. Es ist so, was der gerade sich alles leistet, da muss eigentlich schon darüber geredet werden. Ja, du kommst, ich schwör's dir, wenn du alles machen willst, du kommst nicht mehr hinterher. Ja, das ist echt schlimm. Und momentan ist halt auch, muss man ganz offen so sagen, jetzt momentan zur Zeit ist einfach wieder Action drin. Unser Rainer hat dieses, das ist meine persönliche Meinung dazu und meine Einschätzung, unser Rainer, ihr müsst ihn euch jetzt vorstellen wie jemand, wo alles mittlerweile gesunken ist, die Zahlungen der Leute, Matches hat er eine nach dem anderen verloren, immer auf die Hater rumschimpfen, hat auch nicht so richtig funktioniert. Er musste sich was Neues einfallen lassen. Und was käme da jetzt besser wie so ein dummer Einfall mit einer Kommune? Mit nackten Kindern. Übrigens. Ja, genau. Genau. Und nackten Erwachsenen. Also, und jetzt kommt auch noch Gronkh daher. Junge, da ist aktuell, sorry Leute, Action is incoming. Merkt euch meine Worte, Action is incoming. Was ich auch jetzt nicht ganz verstanden habe, warum Rainer jetzt keine Live-Reaction dazu gemacht hat, also so, dass man bei ihm im Video auch Gronkh und so sieht. Hat er gesagt? Sondern einfach. Wieso? Er hat gesagt, weil er nur mit dem Handy jetzt aufgenommen hat. Und da geht das nicht. Okay. Hat er gesagt? Ah, okay.
Das habe ich da nicht mitbekommen, aber ja, warum denn? Er hat doch seinen Laptop immer bei sich. Ja, ja, eigentlich schon, aber hat es schon kaputt gemeldet? Der Fettfilter nicht. Ja, ja, nee, ich glaube, er hat schon kaputt gemeldet. Mhm. Stell dir mal vor, der nimmt es nur noch mit dem Handy auf. Das mag ein Sound werden. Na, herzlichen Dank, ey. Okay, aber er zockt ja auch immer noch, oder? Ja, der hat doch vorhin auch wieder irgendwas gezockt. Ja, ja, er zockt nach wie vor. Sekiro. Sekiro. Mit den Kniebeugen. Er müsste in dem Video... Eine hat er gemacht. Ja, in seinem 12-Stunden-Stream schon, aber seitdem er jetzt versprochen hat, oh, bei dem Wort und bei dem Wort macht er jetzt Kniebeugen. Einen Scheiß hat er bisher gemacht. Ja, aber eine richtige Kniebeuge hat er nicht gemacht. Also diese... Ja. 14 Zentimeter runtergehen, das ist wahrscheinlich alles, was er noch hinkriegt. Ich wollte es gerade sagen, du brauchst es aktuell nicht besser erwarten. Besseres kriegt das nicht hin, weil der Bauch dann im Weg ist. Und der Arsch ja, hinten dann, zu schwer. Dann braucht er aber nicht sagen, dass er das so gut kann und so gut macht und den Leuten auch noch Tipps geben, wie man trainiert. Ja, doch, er schon. Was hat er da gesagt? Irgendwie, ja, erst wenn man nicht mehr kann, dann bringt es etwas. Das ist Schwachsinn. Prinzipiell muss man schon sagen, wenn du trainieren gehst, dann musst du es machen, bis die Muskeln das Brennen anfangen. Das ist schon in dem Fall richtig. Nur wir wissen alle, wie es Rainer meint. Bei der kleinsten Anstrengung ist er schon außer Puste. Ja, aber dann bringt es ja gleich bei ihm was. Also sofort. Ja, ja. Du, er sofort. Bei ihm in dem Fall ist es schon so. Nur die Sache ist halt die, dadurch, dass bei ihm alles so schwer ist, muss er sehr viel mehr aufpassen, weil wie wir wissen, mit seinen Beinen hat er keine Knie mehr. Und auch keine Fußgelenke, Knöchel ja. Und so. Ja, richtig, das ist alles weg. Und mir kann keiner erzählen, dass der irgendwann in den letzten 5 Jahren, so wie es er sagt, beim Arzt gewesen ist, auch wenn der Arzt ihm hinterhergelaufen ist, und ihn zu seinem guten Wert zu gratulieren. Abgesehen kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Ja, abgesehen davon war er noch nie beim Arzt. Aber irgendwie hieß es doch, dass, wie heißt der, Kardal, da der... Ja. Der hätte ihn doch wegen diesem Boxkampf da irgendwie mal zum Arzt geschleppt. Oder irgendwie sowas war doch da mal. Das ist aber auch schon Wochen oder Monate her. Ach komm. Irgendeiner von beiden hätte das zahlen müssen, weil glaubst du, Rainer ist noch krankenversichert? Ich hoffe nicht. Ich glaube nicht. Er ist nicht beim Jobcenter gemeldet. Er arbeitet nicht. Also. Ja, aber er hat Einkommen. Ja, ja, Einkommen hat er. Ja, Spenden. Ja, richtig. Aber ob er das abgibt? Eine Kranken? Nein, nein. Nee, niemals. Der wird auch bei der Krankenkasse noch Schulden ohne Ende haben, denke ich. Ja, natürlich. Und ist aktuell, wie ich sagte, nicht krankenversichert. Na. Deswegen scheut er sich auch zum Arzt zu gehen, weil er genau das weiß. Oh Mann. Wo soll das noch enden mit dem? Ich habe keine Ahnung. Aber er gibt ja immer an, oh, ich bin besser als alle Hater zusammen. Ja. Rainer ist ja auch fitter als andere mit seinem Gewicht. Ja, das hat das die als Bulldog, alle, hat er ja gesagt. Das hat das Dach von der Bulldog-Halle auch mal gedacht. Ja, das war ja auch von Rudi gebaut, oder? Ja. Nee, von seinen Großeltern, glaube ich. Aber er hat es doch mit Rudi in Stand gehalten, hat er mal gemeint. Ja, ja, er ist auch mit Rudi aufs Dach geklettert. Ja, genau. Obwohl er noch nie als Dachdecker gearbeitet hat. Ja, ja, er war schon mit 4 mindestens auch mit seinem Vater nicht nur im Wald, sondern auch auf dem Dach. Ich sag jetzt mal nichts. Ich sag jetzt einfach nichts. Das wäre zu gemein. Mal gucken, dass man vielleicht erstmal mit Nahrungsmitteln anfängt. Weißt du, dass man so Felder bestellt oder sonst irgendwas, dass man da und dann vielleicht von da aus gucken, wie man weitermacht. Eventuell so. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Schaut mal bitte, wie fertig der wieder aussieht. Und es geht schon wieder weiter mit an den Nägeln kauen oder was weiß ich, was da sich wieder reinschürt. Viel wichtiger ist, guck dir den Mund an, wie klein der ist. Na,
Mikroskopisch. Ja, ja. Eine Sache noch. Ich habe das mal in der Ding, ich glaube im Schanzenwatch war es. Da waren so drei kurze Videos, wie Rainer so im Stream ist und immer irgendwas sich in den Mund schiebt. Also einmal war es ein Popel, dann hat er sich da irgendwie einen Pickel am Hals ausgedrückt, danach in den Mund und noch irgendwas. Ah ja, genau. Den aus dem Auge, diesen, ja, diesen Schlaf, sagt man ja so dazu, was man so im Auge hat. Guckt es an, auf den Finger und schiebt sich dann in den Mund. Ich hab, klar, Kinder, weiß man, es gibt Kinder, die fressen halt ihre Rotz. Aber ich habe noch nie gesehen, dass jemand sich einen Pickel ausdrückt, ihn anguckt und dann in den Mund schiebt. Ist mir gar nicht aufgefallen, ey. Aber du, ja, das traue ich ihm auch zu. Junge, Igitt. Also wirklich, egal was der absondert, der guckt's an und dann schiebt er sich's rein. Wie so kleine Kinder, da muss auch alles im Mund landen. Ah, oh Gott, das. Ey, herrlich, nee. Herrlich! Aber wenn ich Felder bestelle, mache ich es am liebsten in Kleidung. Ja, ich frage mich auch, wie Rainer eigentlich so auf die Idee mit der Kommune kommt, im Dezember, so wo es arschkalt ist. Und ja, ich glaube, solche Kommunen, die sind doch auch nicht das ganze Jahr über nackt. Nein, natürlich, sei mal im Winter, wenn du rausgehen willst, nackt, vergiss es doch. Und er hat ja auch gesagt, genau. Es sollte, wenn möglich, das ganze Jahr über durch mindestens plus 20 Grad haben. Das geht schon dann mal gar nicht in unserem Land. Schon mal unmöglich. Ja, absolut. Ich weiß nicht, ich muss da nicht. Da muss niemand bei mir seinen Samen ausbringen, während ich den Samen ausbringe. Erstmal hallo. Genau. Hört ihr mich gut? Ich hab da, also hallo, ich persönlich, das ist aber mein persönliches Ding. Ja, ich habe am liebsten Klamotten an dabei. Ich weiß, wie es euch geht. Ist die Stimme gut? Alter, im Maul. Ja, stell dir mal vor, ja, stellt euch allen mal vor, ja, ihr seid in dieser FKK-Kommune, ja, und Pflicht nackt. So, jetzt, ihr seid da in eurem Geschäft und es kommt jemand zu euch, ein Geschäftspartner aus einem anderen Dorf und weiß es nicht. So, der kommt jetzt da rein, ist gut gekleidet, in euren Laden und sieht euch da stehen, nackt. Rein ganz normal. Ja, ja. Weil Klamotten sind ja was Unnatürliches. Ja, richtig. Ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Stell dir mal vor, du bist so Geschäftsmann, gehst da hin in diese Kommune von Rainer und jetzt stehst du da, gehst in den Laden und das Erste, was du siehst, ist ein nackter Mensch. Das heißt, wo bin ich hier jetzt gelandet? Bin ich hier richtig? Na, der Firmenname und die Adresse. Wo du hinwolltest. Ja, richtig. Aber Firmenname und Adresse stimmt, aber es stimmt sonst alles nicht. Guck mal, wenn ich da mal was dazu sagen könnte oder dürft. Ich glaube, Rainer, der sagt ja immer so, nackt sein ist Freiheit und es ist so gesund und dies und das. Ich glaube, er meint damit eher andere Leute, weil er selber ist eigentlich so gut wie nie nackt. Nö. Denke ich mal. Nö. Also zum Beispiel in seinen Streams und sowas. Natürlich, man muss nicht alles sehen. Aber wenn ihm Nacktheit so sehr gefallen würde, wenn er dieses FKK so toll finden würde, auf sich bezogen, dann würde er, glaube ich, öfter auch mal oben ohne da sitzen. Was ja als Mann, glaube ich, kein Problem ist, oder? Also nö, prinzipiell nicht. Auf den Plattformen weiß ich nicht, aber... Aber jetzt, stell dir mal vor, Rainer steht da wirklich nackt. Willst du nicht sehen? Und er sagt es ja nicht, du hast es schon richtig erkannt, er sagt es ja nicht aus Gründen, weil er nackt sein muss, sondern aus diesen Gründen, weil er dann andere sehen kann, die ein bisschen geiler aussehen wie er, nackt sind
und sich daran dann aufgeilen kann. Und wie wir wissen, ist er nur noch höchstens geistig geil. Körperlich funktioniert nicht mehr. Ja, haben wir ja an den im Survival-Video war es ja, hat man ja gesehen, dass der Mann mit blauen Pillen durch die Gegend läuft. Mhm, richtig. Und der Packung Zucker. Ja. So, Leute. Also bei dem, da geht nichts mehr, denke ich. Nein, nein. Das hat man auch in den Videos gesehen, in diesen, ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ja, in den, ja, Handbetriebsvideos, sage ich mal dazu. Alter, wie der einfach nur seinen Daumen und den Zeigefinger benutzt und da rumdrückt. Alter, halt's Maul, da kannst du doch, das kann man doch nicht ernst nehmen. Nein, das funktioniert auch nicht. Er denkt sich ja immer noch, oh, es wäre so geil mit einer Frau in die Kiste. Ja, braucht er sich, das macht er nur, weil es in seiner Vorstellung noch funktioniert. Damit er sich wenigstens vorstellen kann, wie sich geil sein anfühlt. Aber körperlich das selber ausleben, das ist vorbei, das ist Geschichte. Außer er nimmt wieder ab, dann kann es schon sein, dass es wieder in Ordnung kommt. Aber solange das nicht ist, vergiss es, tut sich da nichts mehr. Ich glaube auch nicht, weil wirklich, der nimmt doch gerade wieder so massiv zu. Das sieht man vor allem in den Videos oder Streams, auf Kick, wo man ihn von ein bisschen weiter weg sieht auch. Oder auf Kick, weil da gibt es diesen Fettfilter nicht. Genau, aber da, wo man seinen Oberkörper sieht, gerade jetzt mit diesem grauen T-Shirt, er sieht einfach aus wie so... Wie ein Blob. Ja, genau. Wie so ein Blob. Und du siehst ja auch seine Man-Boobs ziehen das T-Shirt nach unten. Als kalt, ja, der nach kriegt unten schon richtige Titten, Alter. Das ist hart, Alter. Das ist einfach nur. Und es geht ja auch nicht mehr weg. Da, angenommen, der würde tatsächlich abnehmen, das kannst du vergessen. Das bleibt so, wie es ist, nur halt kein Fett mehr. Das drin hängt da runter. Ja. Ja. Ich zitiere jetzt mal Borat, das hängt wie Ärmel von Zauberer. Ja, ist so. Ja, das ist einfach Fakt. Ja, weiß ich nicht. Projekte sind in Kommunen nicht ungewöhnlich, das schreibt er hier. Also, ja, die Frage ist, gibt es bald so eine Kommune, also eine abgeschirmte Gemeinde? Das sagt er aber nicht. Nee, das sagt er natürlich nicht, aber es ist halt eine FKK-Kommune und ich stell... Und hier geht's weiter. Die Plattformen werden von ihm hin und her geschoben. Mal ist Kick Twitch, dann ist Twitch TikTok, dann ist YouTube Discord und so weiter. Das verschwimmt ja einfach in allem, so ein bisschen. Ja, Rainer ist halt wirklich mit den einfachsten Begriffen komplett überfordert. Ja. Komplett. Man merkt es richtig. Schau jetzt in sein Gesicht an. Was denkt er jetzt in dem Moment? Ja. Der denkt, da lese ich schon wieder die ganze Zeit raus, alle anderen sind doof, nur ich nicht. Na, das... Es macht vor allem auch, so wie er das jetzt macht, Thema doof, es macht überhaupt keinen Sinn, in einem Stream alleine zu sitzen, auf was zu reagieren, was die anderen Leute nicht sehen. Ja. Es macht einfach keinen Sinn. Richtig, es ist sinnlos. Du kannst nichts stoppen oder sonst irgendwie. Ja. Man merkt ja gerade, reden drei Leute gleichzeitig. So ist es. Wenn du sagst es richtig, wenn Gronkh nicht soll, mehr gestoppt, reden drei gleichzeitig. Ah, genau. Mit uns fünf. Mit uns fünf, genau so ist es. Hart, einfach hart. Ich nehme halt immer und nur vor und vielleicht liegt es aber daran, dass wir gesellschaftlich natürlich so erzogen. Dann halt die Klappe, wenn er jetzt redet, Mann. Drogen sind. Dankeschön. Also ich persönlich bin, wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe, sehr gerne angezogen. In der Öffentlichkeit generell ganz gerne. Vielleicht ist es aber so ein gesellschaftliches Ding, dass wir angezogen als den Status quo empfinden. Da hat man es gesehen. Wenn du willst, kannst du. Ja, ich gehe mal kurz zurück. Ja, kurz zurück, so nur 5 bis 10 Sekunden. Das kannst Rainer du. So nach das kannst du übrigens auch machen mit dem Pfeiltasten. Mit dem Pfeiltasten rechts, links und so weiter. Da spulst du 5 Sekunden immer zurück oder vor. Okay, wie bei YouTube also, okay, alles klar. Ja. Wenn Rainer so nach unten guckt, da sieht man richtig, wie der Fettfilter versagt. Achte mal da ein bisschen drauf. Ja, ich schau mal. Wir gucken mal. Generell ganz gerne. Vielleicht ist es aber so ein gesellschaftliches Ding, dass wir angezogen als das... Oh, wie das aussieht. Ja, richtig.
Ich glaube, das war vor vielen, vielen Jahren mal anders, aber... Von wegen, der wiegt nur noch 196 Kilo. Kannst du abschminken? Kannst du dir einfach abschminken? Die 200 hat er längst überschritten. Na. Und der Augenringfilter. Ach Gott. Oder? Ist wahrscheinlich kein Filter, oder? Nee. Der nee, sieht einfach so fertig aus. Das ist einfach hart. Er ist einfach ein lebendiger Toter. Ja, jetzt schau mal bitte die drei Männer hier an. Ja. Rainer ist von denen der Jüngste und sieht am krankesten aus. Nicht am ungesündesten. Und auch in meinen Augen auch am ältesten. Aber das, was ich sag, es ist bei ihm so, dieser, du musst dir jetzt so vorstellen, es gibt ja Stoffwechselalter. Und ja, ich sag dir eins, dieser Körper denkt, er wäre mindestens schon 80 Jahre alt. Mindestens. Weil, wenn der jetzt was isst und sich voll frisst, die Verdauung dauert mindestens 8 bis 15 Stunden. Mindestens. Ja, überleg mal, wo das Essen da alles durch muss. Ja, richtig. Richtig. Ist so. Ey, wenn ich ganz offen, wenn ich was esse, dauert es maximal 5 Stunden. Dann ist mein Magen nicht mehr voll. Von was? Ja. Dann, ja klar, aber dann ist mein Magen nicht mehr voll. Das ist, fühlt sich wieder an wie weg. Ich glaube, Rainer, der an sich, der frisst jetzt nicht so extrem viel. Jetzt zur Zeit, glaube ich. Ich glaube, das meiste, was der sich halt an Kalorien reinschürt, ist durch irgendwelche Zuckergetränke. Also Energy Drinks oder Schwipschwapp und so weiter. Ja. Ja, kann schon sein. Mich würde aber schon, eigentlich würde mich schon mal so interessieren, was der so am Tag isst. Ob der so wirklich nur so bestelltes Essen, so Lieferdienstzeug bekommt. Oder ob der, ja, kochen würde nicht. Oder ob der sich einfach nur so Fertiggerichte reinballert. Das kann. Würde mich wirklich interessieren, so am Tag, was der sich so gibt. Also, wenn du früher seinen Einkauf anschaust, also noch als die Schanze noch am Leben war. Ja, da habe ich ein Video dazu gemacht. Dann weißt du genau, von wegen er hast Burger, von wegen er hast Schokolade. Lauter Fertigzeug wird sich da reingerendert in diesen fiesen, nicht vorhandenen Hals. Ja, da hat er gesagt, der mag keine Hotdogs, aber hat die gekauft, falls Besuch kommt. Ja, und er mag auch nur die Kinderschokolade. Warum wohl? Ja. Und die Burger kauft er, weil sie im Angebot waren, die fertigen. Ach, halt doch dein Maul. Das kann man sich nicht ausdenken. Ja, das war so witzig. Er mag keine Burger, rendert sich aber hintereinander 24 Stück rein. So, ey, Lügen-Kobold. Da. Oder wo er seine Hotdogs gemacht hat und dann legt er so Gurken drauf, aber so Salatgurken. Ja! Nicht so diese sauren Gurken, wo man da normalerweise drauf macht auf Hotdogs. Nein, ja, ja, das habe ich. Das habe ich mit Gunny ja auch schon reacted. Das war so hart. Normale Ey, das hat auf einem Hotdog einfach nichts verloren. Ich habe sogar mit sauren Gurken ein Problem. Kann man zwar machen, aber gehört auch nicht auf einen Hotdog. Gehört nicht. Na doch. Doch. Schon ein bisschen. Bei Ikea und so. Okay. Also. Okay, gut. Wenn man drauf steht, okay. Aber normale Gurken niemals. Nee, so, das passt absolut nicht. Ja. So. Ach. Naja. Das war halt mal. Und sein Tattoo an der Hand, wenn ich sehe, könnte ich auch kotzen. Oh, ich wollte es gerade sagen. Ich habe selber ja auch welche. Aber Alter, das Ding ist ja so schlecht gestochen. Guck mal, wie viele helle Stellen da noch sind. Da ist nichts schattiert oder sonst irgendwie. Das ist so bockhässlich einfach. Ja, wir gucken übrigens, fällt mir jetzt gerade bei Fromser F, vielen Dank und Liebe geht raus. Ja, Grüße, Liebe, was du willst. Und ich stelle mir einfach vor, bei der Nacktkommune, dass alles nackt gemacht wird. Vielleicht liege ich aber auch falsch, vielleicht habe ich zu wenig Ahnung von Nacktkommunen. Ich kenne mich da so, wirklich nicht aus. Ist mal wieder jemand, der hier gerade wieder Stress macht, der ist auf Twitch gerade. Der Stress macht? Wo macht er denn Stress? Ei. Er reagiert auf ein Video von jemand anderem.
Ja, und Gronkh macht Stress. Stress machen, ne? Also das kannst du dir nicht... Wenn du Rainer nicht den Bauch pinselst und ihn beweihräucherst, ist das Stress machen. Ja, Öl ins Feuer gießen. Damit sagt er ja eigentlich schon, dass er selber ein Feuer entfacht hat und jemand anders gießt noch Öl rein. Damit gibt das ja eigentlich zu. Auch wenn es halt nicht stimmt. Es ist... Kannst du dir nicht alles bei ihm ist irgendwie... Ja, du bist halt Hater. Ganz nichts machen. Hater, Mobbing, Hate, Hass... Ja. Ich stelle mir gerade einfach Leute und beim Spargelstechen vor. Weil er jetzt über die Sache mit der Kommune redet. Schaut sich gerade das Video an. Du hast es öffentlich gemacht. Jeder kann darüber reden, du dummes Stück Brot. Na. Heinz Solmecke an. Ich weiß nicht, von denen er nichts weiß, weil er das Schanzenbuch liest, was der Herr ist wirklich so. Solmecke veröffentlicht hat. Was er da zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass das nicht das Echte ist. Weiß ich nicht. Und vielleicht stelle ich mir das falsch vor. Ich bin ehrlich, ich habe mich zu wenig mit dem... Ja, gießt Öl ins Feuer. Und was heißt denn hier nicht das Echte? Das ist einfach kopiert auf der Drachenchronik. Das ist nicht geändert. Was macht es denn für einen Unterschied? Ja, richtig. Aber das rafft Rainer einfach nicht. Das kriegt er nicht mehr in seinen Hohen. Deswegen sage ich immer jedem, dieser Mensch ist einfach verloren. Der ist nicht mehr zu retten. Na, absolut nicht. Aber es macht Bock, darauf zu reagieren. Ja, na klar, das ist ja wieder was anderes. Ne? Aufklärung ist richtig und wichtig, aber er selber ist verloren. Nichts mehr wird ihn retten. Nee, absolut nichts. Gar nichts. Thema beschäftigt. Finde ich echt daneben. Ist aber nichts, was ich bereuen würde. Ist nichts, wo ich jetzt hinterher nochmal investigieren würde. Gemeinschaft mit einem eigenen Grundstück nach den Vorstellungen des Drachen? Falls ja, dann soll sich die Kommune selbst versorgen. Also Lebensmittel anbauen, Tiere sollen da sein, Schafe, Kühe. Finde ich aber eigentlich eine coole Idee. Ein großes Grundstück. Also mag ich gerne eigentlich. Das kann ich hier schon sagen, wenn man sich selbst versorgen will. Aber es muss funktionieren. Und du brauchst vorher, wenn du so eine Kommune machen möchtest, und du willst wirklich Selbstversorger sein, dann musst du überlegen, wie viele Leute haben wir, was brauchen wir, wie kann das funktionieren. Du brauchst quasi erstmal eine Art Businessplan, damit das überhaupt läuft. Das ist ja alles, was ich in meinem Blog alles schreibe. In meinem Blog steht es ja drin. Du brauchst Geld auf jeden Fall. Da steht auch unter anderem dran, dass ich ja Erfahrungen habe, dass man Selbstversorgung macht. Ich weiß ja, was man so machen muss. Ja, er weiß, was man da machen muss, versteht. Hat es aber noch nie mitbekommen, dieses hohle Schmandstück. Kannst du ich dir check's echt nicht. Vor allem stellt er sich ja vor, dass nur ein paar Leute Geld dran schaffen und die anderen arbeiten da, ja für was? Für umsonst? Oder kapiere ich nicht. Kapiere ich einfach nicht. Und du gibst ja, du gehst dahin, gibst deine Sachen ab, weil die ja für die Kommune sind, nicht mehr für dich. Also gehört dir nichts mehr. Du gehst dahin und mit dem Eintritt über die Grenze, ne, vom Ortsschild gehört dir nichts mehr. Ja, ich verstehe allgemein dieses ganze Konzept von einer Kommune mit, wie viel hat er gesagt, 24 Leuten. Das wäre kleiner wieder als Schauerwerk. Ja, schon. Also überleg mal und dann als Selbstversorger, was du an Lebensmitteln jeden Tag brauchst für 24 Leute. Und wenn davon nur, was weiß ich, 2-3 Leute und halt Rainer arbeiten, und sagen wir mal, die bringen dann zu dritt so 7.000 Euro monatlich da rein. Das ist einfach nichts für 24 Leute. Richtig. Was glaubst du, was du für eine Fläche brauchst für 24 Leute? Da kommen wir ja, glaube ich, auch noch dazu mit diesen Schlafsälen und diesem ganzen Mist. Das kannst du doch vergessen. Würdest du jetzt angenommen mit deiner Mulle, ja, du Gische, würdest du dich mit deiner Mulle mit 24, also mit 22 anderen in einen Raum legen? Du sagst doch, hey, du kannst doch nicht mehr alle. Nicht mal mit 2 anderen. Ja, richtig, nicht mal mit 2 an. So, genau so ist es. Also wirklich, jeder kennt es, jeder war schon mal in so einem Schullandheim oder irgendwie sowas, Jugendherberge. Da waren wir zu viert in einem Zimmer. Das war schon schlimm. Ja. Und dann sei mal mit 6 Erwachsenen in einem Zimmer. Da hast du von wahrscheinlich 5 Schnarchen. Genau. Und nee, es ist einfach ungemütlich. Es
du hast ja gar keine Privatsphäre. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und dann sagt er sowas wegen Kinder. Die haben natürlich ein Extrazimmer. Da denke ich mir, das hast du nicht zu entscheiden. Was soll denn das? Und Rainer hat den Schlüssel dafür. Ja, genau, Rainer hat den Schlüssel dafür, ganz genau. Ich kriege einen kleinen Kotzanfall hier. Wirklich, ekelhaft. Das ganze Ding mit der Kommune, das ist so schlimm. Also, dass er meint ja wirklich, er hätte es durchdacht. Auf der anderen Seite sagt er, er hätte es nicht durchdacht, da müssen wir noch was machen. Dann sagt er wieder, das Ganze ist nur eine Überlegung, aber man kann sich ja jetzt schon einen Rang kaufen für 100 Euro. Das Geld kriegt man ja aber nicht zurück. Obwohl das Ganze ja nur eine Überlegung ist, wird man bei der Bewerbung mit 100 Euro bevorzugt. Also das beißt sich halt auch wieder. Ich zahle doch keine 100 Euro für eine Überlegung. Bist du behindert oder was? Das ist so. Nicht nur diese 100 Euro, das geht ja auch noch mehr. Du weißt ja nicht, ob er diese 100 Euro tatsächlich beiseite legt von jedem, der da das bezahlt, und er das tatsächlich für die Kommune benutzt. Die Kohle, die da reinkommt, die ist weg, bevor sie da drauf ist. Na, dann sagt er ja irgendwie, das wäre erstmal limitiert auf 10 Leute. Und vor ein paar Tagen oder ja, vor 2 Wochen oder so sagte er, hat noch nicht einen einzigen, der sich dafür interessiert, aber jetzt soll man sich beeilen und es schnell kaufen, bevor es weg ist. Ja. Genau, stimmt. Er will doch diese Serie da machen. Ja, ja. Über die Kommune, wo man dann irgendwie 4,99 im Monat zahlen soll. Ja, dafür ja nochmal bezahlen. Ne? Und jetzt musst du bedenken, die Leute, die das bezahlt haben, die Videos wurden von TikTok noch nicht freigegeben, aber manche haben das schon bezahlt. Das ist der helle Wahnsinn. Hat er da nicht gesagt, das hat sich noch keiner geholt und deswegen macht er da nicht weiter? Doch, doch, das haben anscheinend so wie er getan hat, haben es manche schon bezahlt, weil er es unbedingt draußen haben möchte. Ja, 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 ja. Ah, okay, dann habe ich das auch nicht mitbekommen. Das hat er in dem Video, von gestern, wo ich hochgeladen habe heute. Er hat das erwähnt. Muss ich mir noch geben. Ey, das ist so ein. Das gibt es nicht. Es ist. Ja. Schauen wir weiter, komm. Alles selber gemacht. Du brauchst auf jeden Fall, um das auf vernünftige Beine zu stellen, brauchst du erstmal einen Businessplan. Es ist schön, sich das vorzustellen und davon zu träumen. Das jetzt auch nicht schlecht. Es ist einfach spannend. Da hast du links und in der Mitte 2 sympathische Dudes, ja? Und rechts den Unsympathen schlechthin. Ja, und der begreift es halt einfach nicht. Ja, richtig. Absolut. Jeder haben, dabei ist es überhaupt noch nicht so weit. Wir sind noch gar nicht so weit, dass man überhaupt darüber redet. Erstmal hätte ich gerne 1-2 Leute, dass man überhaupt schaut, dass man das vielleicht umsetzen kann und dass man das dann zusammen organisieren kann. Solltest du dir vorher aufschreiben, Leute müssen... Rainer, niemand auf diesem Planeten will irgendwas mit dir organisieren. Ja, das ist auch sowas. Das verstehe ich auch nicht ganz. Er sagt ja, er braucht erstmal ein paar Leute, um das Ganze zu planen. Aber um diese Leute, um so einer dieser Leute zu sein, muss man sich doch auch bewerben erstmal. Da beißt sich so viel. Da sagt er irgendwie, um Teil der Kommune zu werden, muss man sich bewerben. Aber wer da Teil wird, ein Teil der Kommune wird, das wird durch die Kommune entschieden. Gemeinsam. Ja, wer ist denn gemeinsam? Er allein. Solange noch kein anderer drin ist. Ja, ja. Das macht alles gar keinen Sinn. Nee, es macht auch keinen Sinn. Das kannst du dir nicht ausdenken. Rainer. Nee. Und er hat ja auch heute, die Tage war das, dann auch gesagt, aber ich bin noch nicht so weit, ne? Wir müssen erst Leute suchen, aber es ist ja noch nichts geplant, ne? Ich bin ja da erst am drüber nachdenken, ich brauche noch keine Leute suchen, aber ich muss erst Leute suchen. So in der Art hat er wieder geredet, wo du dir denkst, Junge, kommst du mal klar in deinem Leben? Fass mal normalen Gedanken. Nee. Das war... Er findet niemanden. Niemanden. Niemanden, aber er sucht ja auch aktuell nicht. Ne? Ach komm. Ja, Gronkh, der böse Gronkh hat sie madig gemacht. Ja, 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 ja. Ich bin auch dabei, wegen Gronkh hat er sich die Haare geschnitten.
Wuthaare schneiden, weißt du? Wuthaare schneiden. Was wäre dein so, ja, deine Vorstellung oder Tipp, was für eine utopische Aktion als nächstes kommen könnte oder Idee, was Rainer haben könnte? Jetzt, das mit dem Radiosender, das ist ja eh Schwachsinn. Da, aber das was macht er nie. Könnte er machen? Was glaubst du, könnte der machen? Na, seine nächste Idee hat er ja schon zusammengefasst. Er will ja demonstrieren vom Bundestag. Ja, da habe ich mir auch gedacht, Alter, die Politik, die juckt's kaum, was Zehntausende Bauern machen. Aber wenn Rainer alleine ja. vom Bundestag geht, da reagieren sie dann drauf. Ja, müssen. Das ist einfach Narzissmus pur. Des Grauens. Ja, das Narzissmus as fuck ist das. Ja? Es ist krank einfach. Krank. Bei ihm ist Narzissmus ein schwarzes Loch. Der ganze Rainer wird eingesaugt von dem schwarzen Loch. Na. Und er steht davor und da müssen die Leute, da muss die Regierung reagieren, wenn er davor. Weißt du, dass du Demonstrationen auch anmelden musst? Und dir genehmigen lassen musst? Das, ach komm, so, das ist wie mit seinem Radiosender. Der holt sich da niemals eine Lizenz von der BLM. Gibt es sie überhaupt noch? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Oder ja, die gibt es bestimmt noch, aber dieses Gesetz wurde ja damals, glaube ich, nur gekippt, oder? Ja, das war, was im Internet angeht, aber das ist ja Radiosender. Das ist ja nach wie vor. Für Radiosender ist es nach wie vor, wenn du einen Radiosender machen möchtest. Ja, stimmt. Und da brauchst du, ich habe es letztens erst vorgestellt, ich habe es letztens in einem Video erst vorgestellt, du brauchst eine Lizenz. Und du brauchst auch noch von der GEMA das okay, dass du da lizenzierte Musik spielen darfst. Weil du musstest ja an die GEMA bezahlen, das Ganze. Und die GEMA bezahlt es an die jeweiligen Bands und so weiter. Das ist ja so, ja, das, was du... Rainer lädt ja selber da Videos hoch, da ist das ja okay. Ja, natürlich, er macht ja auch seine Musikstreams, ne? Deswegen geben das ja viele weiter mit den wegen dem. Ja, genau, dazu rufen wir hier auch jetzt nochmal auf, oder? Ja, natürlich, gerne. Auf jeden Fall Spotify und der GEMA melden, was Rainer so auf TikTok macht, dass er dort lizenzierte Musik spielt und dafür definitiv keine Rechte hat. Und ruhig gerne sagen, ihr kennt keine Adresse von Rainer, gibt es wahrscheinlich auch aktuell keine. Da müssen sie mit TikTok in Verbindung treten. Ruhig auch so mitteilen, habe ich auch gemacht. Genau, ja, ich auch. Ja, weil TikTok ist da die Anlaufstelle, die bieten ihm die Plattform, also müssen sie dafür, wenn Rainer keine Adresse hat oder sonst, müssen die dafür gerade stehen. Ja. Schließlich lassen sie ihn immer wieder dort streamen. Also, liebes TikTok, gerade stehen dafür. Genau, und da muss ich jetzt mal sagen, finde ich es von YouTube richtig geil, dass YouTube Rainer rausgeschmissen hat. Auch wenn Rainer denen einen Haufen Geld gebracht hat. Ja. Ist einfach so, dass die den trotzdem rausgeschmissen haben. Im Gegensatz zu TikTok. TikTok, denen scheint irgendwie alles egal zu sein. Irgendwie schon. Ich kann es nicht ganz verstehen. Aber ich auch nicht. Ja. Da muss man sagen, kann man über YouTube sagen, was man will, aber auch wenn es manchmal nervt, aber du kannst dich halt darauf verlassen, dass YouTube sich drum kümmert und du damit keine Probleme haben wirst. Auch wenn dein Video halt dann in dem Fall du dafür keine Kohle kriegst. Aber du kriegst auch keine Schwierigkeiten dann dadurch, weil die Kohle automatisch dann weggeht an die GEMA. Ja, richtig. Kann man drüber schimpfen, wie man möchte, aber du kriegst im Nachhinein halt einfach dadurch, weil es YouTube von sich aus schon macht, kriegst du keine Probleme. Na. Oh Mann. Ja. Rainer und das Urheberrecht. So schaut's zu aus. Zu geil. Was essen? Ja, Leute. Leute. Also da wollte ich auch schon sagen, das Urheberrecht für alle anderen zählt, für Rainer nicht. Natürlich nicht, das ist ja Rudis Spur. Ja, das ist sein Content. Du musst bedenken, Musikstreams, das ist sein Content. Gehört niemand anderem. Er hat die Lieder gekauft, die er da spielt. Einfach gekauft, zack. Den Bands unterm Arsch weggekauft. Ich glaube, Rainer denkt halt echt so, er hätte so dieses Recht, wenn er
weil er ja für Spotify wahrscheinlich zahlt, wo in diesem kurzen Video da im Schanzenwatch, da sagt er ja auch, er zahlt denen ein Heidengeld oder einen Haufen Geld. Ja. Alter, was, ich weiß es nicht, was kostet denn Spotify? Ich kenne mich da nicht aus, ich habe Apple Music, kostet 10 Euro im Monat oder, oder 11, glaube ich. Da habe ich ja auch alles, aber Spotify, keine Ahnung, was kostet denn das? Weißt du das? Ich habe keine Ahnung, ich bin nicht auf Spotify. Da hat nur irgendwann beim, ich glaube Winglecast heißt es, die haben urplötzlich angefangen, irgendwann meine Videos mit draufzunehmen. Das ist das Einzige, was ich letztens gesehen habe. Okay. Also da sind auch meine Videos im Winglecast. So heißt es, glaube ich. Mhm. Hab's mal kurz gesehen, aber ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich habe keine Ahnung, aber was, ob Spotify was kostet. Also ich glaube, die normale Version ist irgendwie kostenlos, aber da ist dann irgendwie mit Werbung. Ja, ja, das kann schon durchaus möglich sein. Also ich kann zum Beispiel Musik hören auf Spotify, ohne dass es mich was kostet. Okay. Musik hören schon. Bist du bei deinem Handyvertrag dabei oder so, oder? Nö, nö, war es nie, zumindest glaube ich es nicht. Ja, okay, keine Ahnung. Ist ja eh alles derselbe Scheiß. Ja, richtig. Wir müssen vielleicht Kapital mit reinbringen. Oder wahrscheinlich musst du selber Kapital. Ich kann es leider nicht machen, dass man ihn hört. Du kannst nicht von Leuten erwarten, dass sie sagen, ja, da mache ich mit. Ja, bei deinem Traum mache ich mit. Ist ein guter Traum. Ist halt richtig cool, wenn du was reactest und du hörst nur sein Geblubber. Ist halt richtig geil. Na. Aber wir machen das auch mal, wir schießen mal ins Blaue und ich gebe dir mein ganzes Geld. Das funktioniert. Man muss nicht ins Blaue schießen, man muss es organisieren vorher. Das ist alles so geplant. Aber jetzt was ist organisiert? Wenn du da reingehst, hast du selber gesagt, musst du dein ganzes Geld und dein ganzes Besitz für die Kommune abgeben. Das ist deine Rede, steht drin. Und vor allem, wer muss es denn organisieren? Ja. Er muss es alleine organisieren. Weil du kommst ja erst in die Kommune, du kannst doch nicht in eine Kommune gehen, die noch nicht organisiert ist. Das geht ja nicht. Eben. Und die gibt es ja auch nicht. Er widerspricht sich selber ständig. Ja, Gronkh sagt es richtig. Lächerlich. Gronkh sagt, es ist schwierig. Du kommst rein und musst alles abgeben. Das ist absolut dumm. Und hat mit Menschenrecht in Deutschland nichts mehr zu tun. Überhaupt nichts. Weil du bist einfach alles los. Stell dir vor, du nimmst deinen PC mit in die Kommune, weil du da weitermachen möchtest mit dem. Aber zack, ist es weg, weil es für die Kommune ist. Du hast kein Recht mehr drauf. Ja, und als ob Rainer seine Sachen dort teilen würde. Einen Scheiß teilt er. Einen Scheiß. Ja, überleg mal, da sind dann die kleinen nackten Kinder mit seiner Valve irgendwas, wie die heißt. Ja, ja. Keinen seiner 7 Ärsche teilt er mit anderen. Keinen. Ja, Gott. Aber er bringt dreimal Avatar 1 auf DVD mit. Ja, das ist wertvoll. Sehr, sehr wertvoll, ja. Vergesst die Kaffeemaschinen nicht. Ich will gar nicht wissen, wie die aussehen. Oder die Hotdog-Maschine oder die Popcorn-Maschine. Ja, richtig. Oh Gott, ey. Oh Gott. Guck dir mal die Fratze da an jetzt. Das ist einfach hart, ey. Ah, guck, der Solmecke packt's auch kaum. Ja, ich glaube auch. Der ist schockiert. Ja. Du musst ja alles durchdenken. Also das ist für sehr viele Leute. Dabei stimmt das überhaupt nicht? Das ist, wenn du das machst. Dabei stimmte das gar nicht. Liegende Idee. Bist du auf einmal für sehr viele Leute verantwortlich. Ich suche mal Leute, die Interesse daran haben, sowas mitzumachen, dass man das dann vielleicht umsetzen kann zusammen. Die reden alles so, als würde die Verantwortung, die würde ich nicht allzu sehr auf die leichte Schulter. Nein, Rainer, die reden darüber, was du da reingeschrieben hast. Nicht, dass es morgen anfängt und du hast reingeschrieben und veröffentlicht. Selber schuld. Dann veröffentliche es nicht, wenn du nicht willst, dass man drüber spricht. Das ist... Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Er veröffentlicht was, sagt, er arbeitet daran seit Tagen, seit Wochen, seit Monaten. Dann reden die Leute darüber, über etwas, was öffentlich im Internet zugänglich ist für jeden. Ja. Und dann passt es ihm auch nicht. Ja, richtig. Er hat es doch gewusst. Er hat auch noch gesagt, er wusste, dass das passiert, dass die Leute dann drüber reden. Wieso
Das ist wie damals, du weißt bestimmt noch, am Mittwoch, wo er gesagt hat, ich weiß, dass es schief gegangen wäre. Ja, ich weiß, das, wo du dich fragst, ja, wieso hast du es dann gemacht? Ja, hat das brechende Herz vorbereitet? Das erklär mir mal ein jemand. Ein herrlicher Tag. Ja, ja, absolut. Erklär mal einem, wie der denkt. Also, es. Ja, darüber haben wir doch gestern mal kurz geredet. Also, ja. Erklär mal wirklich so einem Außenstehenden. Für uns, die, wo das Drachengame verfolgen, für uns ist es normal, Rainer. Ja. Es ist normal, dass du da so einen hast, der immer wieder irgendeinen Scheiß baut, immer wieder einen draufsetzt. Aber als Außenstehender, stellt euch mal vor, ihr kennt diesen Typen nicht und dann erzählt euch jemand, ja, der ist. Ja, der wiegt 250 Kilo, lügt die ganze Zeit rum, er hätte zwei Freundinnen, ist dies, das, ist der größte Lover, den es gibt. Hat sein Haus verkauft, das er geerbt hat, hat sich von dem Geld ein Auto gekauft, obwohl er wusste, er verliert seinen Führerschein. Ja. Und lebt jetzt einfach auf der Straße. Und das ist so alles, weil er YouTuber sein wollte. Und hat seinen YouTube-Kanal übrigens verloren. Ja, richtig. Und kriegt ihn nicht mehr wieder. Ich gehöre zu manchen, die sagen, er bekommt eher seinen Führerschein zurück wie seinen YouTube-Kanal. Ich hoffe, beides nicht. Natürlich, also, beides nicht. Natürlich fürs Wohl der Allgemeinheit. Aber selbst wenn er zur MPU niemals kommt, könnte er nach einigen Jahren, ich weiß jetzt nicht wie viele Jahren, seinen 15. Führerschein... Na 15, genau, seinen Führerschein nachholen. Das geht. Ja, würde aber bedeuten, dass er die Theorieprüfung nochmal machen müsste. Alles nochmal. Alles nochmal, genau. Was aber auch wieder mit sehr hohen Kosten verbunden wäre. Richtig, der Führerschein ist heutzutage nämlich sehr viel teurer als früher. Ja, ich weiß, meiner, der hat, was hat er gekostet vor 10 Jahren? Irgendwie 1,8 oder sowas. Meine Schwester, die hat ihren jetzt vor 2-3 Jahren gemacht. Okay. Der ihrer war schon knapp 1000 Euro teurer. Ja. Ja, ist so. Ist so. Sondern, also ich würde auf jeden Fall. Bei Rainer kannst du wirklich sagen, ne, weil du gerade sagtest, ich und manche andere, man sagt ja mittlerweile so, Sätze, die sie so nie sagen würden. Passt perfekt auf Rainer. Boah, guck dir das Gesicht an, wo ich gerade gestoppt habe. Guck dir das Gesicht an. Der ist so matt. Ja. Das ist geil. Oh, herrlich. Er kann sich nicht entscheiden zwischen Enttäuschung und matt. Kann er sich nicht entscheiden, habe ich so das Gefühl. Auch allgemein diese Situation jetzt wieder. Da sitzt er im Stream vor seinen Zuschauern. Die sehen nicht, was er sich anguckt, schmollt und heult darum. Man merkt richtig dieses, kommt glaube ich später noch so, dieses Zittern in seiner Stimme. Ja, und das Beben, das Beben in der Unterlippe. So. Ja, dass er wirklich am Flennen ist. Ja. Kannst es du. Ist so schön. Ja, absolut. Geil. Diese ganze Situation, die ist einfach so. Ja, grotesk, sage ich jetzt mal dazu. Aber wirklich. Ich könnte mir wirklich keine andere Person in so einer Situation vorstellen. Wirklich nicht. Keinen, den ich kenne, würde ich so in so einer Situation wie Rainer sehen. Weil andere auch sehr viel schlauer handeln würden. Die würden es nie so weit kommen lassen. Die hätten längst anfangs schon, wenn sie merken, es klappt so nicht, ihren Content geändert, alles geändert. Es wäre niemals so weit gekommen. Nie. Alleine diese, guck mal, ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Stell dir mal vor, wir wissen das ja, Rainer sagt ja immer, er hätte mit seinem Job niemals viel verdient. Okay. Der Unterschied ist aber, Rainer hatte ein vollständig abbezahltes Haus und Grundstück, hat keine Miete, kein Kredit, nichts zahlen müssen. Und wenn du das alles hast und nichts extra zahlen musst, also keine Fixkosten, außer so Nebenkosten halt, und dann arbeitest du mit deinem Sonderschulabschluss für, sag mal, 1,7, 1,8, hat er ja gesagt mal. Naja, heutzutage ist er mehr, weil der Mindestlohn hat sich ja erhöht. Also von daher, es wäre ja mehr.
Ja, und es wären vor allem inzwischen schon über 10 Jahre vergangen, wo ja. Rainer, wo er Lohnerhöhungen hätte und so weiter und so fort. Ja, zeig mir mal jemand, der einfach so mal 1800 Euro für sich hat. Ja. Also ich denke mal die wenigsten. Was wäre noch also, gekommen? Lass ja. es jetzt mal wie Bulldog-Halle, ne? Das Dach renoviert. Das ist einiges an Geld. Ne? Wirklich. Aber er hat ja von Rudi knapp 25.000 geerbt gehabt. Ja, richtig. Dann kommt noch dazu die Grundsteuer, die du einmal im Jahr bezahlst, die halt mit fertigem Haus und so weiter. Ist ein Tausender. Ja. Sagt man Tausender. Ja, richtig. Das ist, glaube ich, schon zu viel. Das ist, glaube ich, schon zu viel. Ja, denke ich, ist zu viel. Ja. Also, wenn ich überlege, das Grundstück von meinen Eltern ist vielleicht halb so groß und die zahlt, glaube ich, 200, 300 Euro. Ja, ist mitten in der Stadt. Ich wollte gerade sagen, irgendwie sowas zwischen 500 und 800 Euro, glaube ich, wär die Jahresgrundsteuer gewesen von seinem Grundstück. Ja, irgendwie so dazwischen. So, und damit. Mit dem Geld, wo er von Rudi hätte er sich locker damit über Wasser halten können. Und dann die Arbeit noch dazu. Null Problemo. Absolut. Ja, also das Geld, was Rudi ihm da vererbt hat, das hat er ihm bestimmt gegeben, damit er am Haus was richtet. Zum Beispiel eine neue Heizung oder sowas. Irgendwas ja. Vernünftiges. Ja. Nein, Rainer schmeißt für irgendwelchen Internet-Sex-Scheiß raus. Richtig. Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Oder auch, was ich auch nie verstanden habe. Wie kann es sein, dass Rainer so hohe Schulden aufgebaut hat? Also, wie kommt sowas zustande? Also beim... Der war ja schon arbeitslos. Wer gibt dir denn die ganze Zeit Kredite und da noch Kredite und alles auf Pump kaufen? Das geht doch irgendwann allein wegen deiner Schufa nicht mehr. Nein, natürlich nicht. Es ist aber so, manche Kreditfirmen, Banken, die kontrollieren ja nicht mehr deine Schufa oder so. Ne, machen es ja nicht mehr, zum Großteil. Jetzt ist so, dieses komische, die Stromlosstaffel hat ja so damit begonnen, dass irgendwann nicht mehr abgebucht werden konnte. Ich gehe einfach davon aus, dass der Dicke hier vergessen hat, seinem Stromanbieter zu sagen, dass sein Vater gestorben ist und das jetzt auf ihn laufen soll. Und deswegen wurde das immer weiter abgebucht, aber irgendwann war die Kohle halt von seinem Vater weg und er hat es nicht gemerkt. Es könnte sein, ja. Das ist nämlich, weil er hat ja immer gesagt, das haben die nie an mir nie an mich geschickt und so weiter, ne? Wo ich mir sage, ja Rainer, du bist verpflichtet dazu, das mitzuteilen, damit die wissen, wohin die Sachen gehen. Und du hast das Erbe angenommen. Also hast du die Verpflichtung, das alles Weitere, was dazugehört, auch zu übernehmen. Ja, das stimmt. Ja? Und wir wissen ja, Rainer, wie er ist. Niemals glaube ich, dass er da Bescheid gegeben hat, dass sein Vater gestorben ist und er das jetzt hat. Hat er niemals getan. Es kann sein, ja. Das könnten wir uns ja mal angucken in diesem Ansage an Energy. Ja. War's. Ich habe mir das vor ein paar Tagen mal angehört vom veganen Jahrmetzger. Den vermisse ich auch mega. Ja, sowieso. Ich glaube, da hat Rainer gesagt, ja, sie konnten, die haben das immer abgebucht, aber irgendwann wurde es wieder zurückgebucht, weil sein Konto nicht gedeckt war. Ja. Und ich glaube, da musst du es ja selber überweisen. Richtig. Also, ja, oder die versuchen es ein paar Tage später nochmal und dann wird es, ja. Ja, genau, so sieht's aus. Ja, aber ich verstehe auch gar nicht, wie man 15.000 Euro in 3 oder in 4 Jahren, das sind ja über 3.500 Euro im Jahr, was knapp 300 Euro im Monat sind. Also. Tja. Das, was ich mich auch frage, ist, wie der jahrelang weiterhin Strom haben konnte. Weil die meisten hätten es nach einigen Monaten schon abgedreht. Ja. Obwohl, ja, okay, der Stromverbrauch, ich weiß nicht, ja. Die Dusche lief ja mit Strom, also warm Wasser. Dann hatte er ja irgendwie mehrere alte Kühlschränke oder Gefriertruhen gehabt, die ja uralt waren und deswegen vermutlich... Ja. Einiges gezogen haben, obwohl die ganze Zeit leer waren. Mhm.
Dann sieht man es ja, wenn er so Kinderdisco anhatte, da leuchtet es, da ist Nebelmaschine, da läuft Musik, da läuft der Fernseher, dazu noch zwei Rechner oder Laptop, Spielekonsolen, Fernseher ist die ganze Zeit an. Also ich denke, der wird schon, na doch, könnt mir schon vorstellen, dass der einiges an Strom verballert hat. Ja. Die Küchengeräte sind uralt gewesen, so ein Ofen, so ein Herd. Ja, so, ja. Ist schon so. Und das lief halt immer weiter. Und da kommt sowas schon zustande. Das ist echt schlimm, ja. Also wenn man halt wirklich überhaupt nicht auf sein, ja, auf sowas achtet. Ist so. Ja, dann ist man halt einfach dumm. Richtig. Einfach dumm. Ich würde das auf jeden Fall durchrechnen, glaube ich, und gucken, wie alle Leute da erstmal ernährt sind. Ich wollte gerade sagen, bekleidet, das ist, aber ja, aber auch das, Leute. Gleich nochmal nachgestochen. Aber trotzdem Klamotten. Weil und natürlich hat er vorhin auch wird er nicht komplett abgeschottet sein von der Welt. Leute werden ja wahrscheinlich noch mit der Abschiedsrunde. Doch, hat es. Ja, hat es. Ich weiß nicht, wie ist das, wenn du jetzt was googelst, sieht man das dann im Video gleich, oder? Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber wenn du mal jetzt bei Google eingibst, freie Liebe Definition, ist das Erste, was da kommt, ist, dass es eine, ja, so eine sexuelle Einstellung ist. Es ja, ist so. Einfach wieder das komplette Gegenteil von dem, was Rainer hier wieder labert. Das, ja. Das dunkelste Loch, wo er nehmen hatte können, hat er genommen. Ja. Oh Gott. Ja, ich weiß, das war jetzt eine hässliche Metapher, ja, aber es stimmt schon, trotzdem. Weil wir wissen alle, in keinem dunklen Loch kann er mal verschwinden, aber in dem Fall hat er sich halt so ausgesucht. Ja, der Luan ist mal in einem dunklen Loch verschwunden. Ja, der schon, ja, der schon. Rest in peace, Alter. Nicht am Anfang, du musst auch zwischendurch noch einkaufen gehen müssen, weil du wahrscheinlich nicht den kompletten Grundbedarf von allem decken kannst. Und du wirst wahrscheinlich immer wieder Sachen von außen mit reinbringen müssen, mit reinholen müssen. Ja, schwierig. Ich habe auch, den Post gemacht. Auch wenn der die Community Rewemann klingelt. Das ist noch gar nicht so lange her, der Post. Versuch das, da steht jetzt alles drin. Objektiv zu bewerten gerade. Auch wenn der Rewemann klingelt, würde ich empfehlen, die Tür angezogen zu öffnen. Ich weiß gar nicht, ob man das muss. Ich stimme zu. Ja, definitiv. Hart. Einmal hart. Wirklich. Ja, mir wäre das schon, ist es schon unangenehm, wenn bei mir irgendwie ja, DHL kommt morgens um 9 und ich noch nicht im Bad war. Ja, es ist so. Und dann irgendwie ein Paket annehmen muss oder so. Das ist mir schon mega unangenehm. Ich habe mal ein Paket im Bademantel angenommen und war bei mir im Treppenhaus gestanden. Ach, hey. Kenn ich. Ehrlich gesagt, ich glaube, zu Hause darf man nackt rumlaufen. Ne? Ist, glaube ich, nicht verboten. Grundsätzlich auch im eigenen Garten darf man nackt sein, außer nackt wenn man dann auch hinterher eine Erregung öffentlicher Ärgernisse Tiere musst du erstmal unterbringen können. Eine Erregung öffentlicher Ärgernisse, Rainer, kannst du nicht haben, wenn du in deiner Wohnung bist, du Fluchtidiot. Aber war ja klar, darüber hat er sich informiert. Gell? Darüber weiß er Bescheid, wann man nackt sein darf und wann nicht. Ja. Das erklärt aber alles, was Zäume geben, wenn man das Video weiterschauen Tiere würde. Tiere würde ich erstmal Step 2 machen, weil Ärgernis. Die musst du auch erstmal unterbringen können. Tiere brauchen Platz, optimal. Und Erregung öffentlichen Ärgernis tritt bei 186a in Kraft. Erst wenn sich jemand darüber beschwert, dass man nackt rumläuft, unter Gebäude wird das tatsächlich so gesetzt. Guck, der kennt sogar den Paragraph. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Ja. Doch. Also er stellt sich auch vor, wie man hier leben kann. Steht auch in dem Buch drin, wobei das ja wie gesagt alles jetzt vom Alten ist. Ganz ehrlich, da ist aber, also in dieses Manifest ist aber Arbeit reingeflossen. Es ist kein Manifest. Boah, Bruder, das ist ein Manifest. Da könnte ich, ne? Ja. Das ist ein Manifest. Per Definition sogar. Ich habe das extra nochmal gegoogelt, Alter, weil ich mir sicher war,
oder nicht, ja, ich war mir nicht ganz sicher, aber Manifest ist doch per Definition die Bereitstellung von Informationen irgendwie für die Öffentlichkeit. Genau, genau, richtig. Und deswegen, genau das ist es. Es ist und ein Manifest. Das ist so ein. Der weiß nicht, was das bedeutet. Ja. Er weiß es nicht. Weißt du, ich wusste es auch nicht hundertprozentig. Deswegen habe ich gegoogelt und jetzt weiß ich's. Ja. Aber sowas kommt unserem Oger nicht in den Sinn. Nee, da wird nichts gegoogelt und nachgeschaut, ob ich richtig liegen könnte mit dem, was ich sage. Nee. Prinzipiell ist es richtig, was ich sage. Völlig egal, was da überall steht. Ach, und wenn da was anderes steht, dann soll man nicht alles glauben, was im Internet steht. Ja, richtig. Ach, das kannst du dir nicht ausdenken. Gerade immer so, wie er es braucht, damit er als Saubermann dasteht. Ja, und dass ihm das selber nicht auffällt. Dass ihm das selber nicht peinlich ist, ist noch schlimmer. Das. Und dann wundert er sich. Dann wundert er sich. Oh. Deine Fresse, Alter. Ja, ey, wirklich, ja. Ah. Das ist kein Manifest. Und das ist gar nichts, was du da liest. Das ist gar nichts. Also, wie, das ist gar nichts? Du hast es da hingeschrieben, du... Vor allem, das sind ja mehrere Seiten. Das ist... Was heißt denn hier, das ist gar nichts? Richtig. Ich dachte, er hat da seinen ganzen Plan hingeschrieben. Jetzt ist nur plötzlich... Oh, das ist gar nichts. Meine... Das regt mich auf. Ich sag dir, das regt mich wirklich auf, Abeng. Alles Gebäude und Zeitpunkt, Ort, ja, Gebäude und Grundstück ist beides irgendwie miteinander verbunden, klar, dennoch fange ich bewusst mit dem Gebäude an. Ich würde sagen, man benötigt auf jeden Fall nach Anzahl der Personen, die in der Kommune leben, viele Wohnhäuser. Um ehrlich zu sein, habe ich da verschiedenste Überlegungen. Anfangen, das finde ich ja spannend, würde ich erstmal mit der Überlegung eines Hauses. Ich denke am Anfang... Das ist nicht ChatGPT. Einige im Chat haben gerade vermutet, das ist ChatGPT und ja, von der Menge her würde ich sagen, ja, man denkt sich jetzt inzwischen nein, sehr schnell, ne? Weil wer schreibt noch so viel, wenn ChatGPT das machen kann? Ich, halt dein Maul, Rainer, ja, du bist viel zu blöd für ChatGPT. Ohne Spaß, ich glaube, der würde es nicht raffen, wie man dem Programm was vorgibt. Nee, ich habe da auch schon mal ein bisschen rumexperimentiert und habe da so eingegeben, ja, schreib mal eine Geschichte über einen Jungen namens Rainer, der mit seinem Vater im Wald war. Okay. Da kamen eigentlich ganz witzige Sachen dabei raus. Du darfst aber, du darfst da nicht so anstößige Sachen machen. Das macht das Programm halt nicht, also das Normale. Mhm. Also du kannst jetzt auch, ich habe was versucht mit Drachenlord zu machen. Das ging nicht, weil das Programm wusste, dass Rainer so eine, ich will jetzt nicht sagen, ja, berüchtigte Person ist, sage ich jetzt mal. Irgendwie sowas stand da dran. Deswegen ging das irgendwie nicht. Ah ja, genau, weil es eine kontroverse Person des öffentlichen Lebens ist. Ja, das ist er. Auch wenn er es selber nicht wahrhaben will. Ich bin ja, ich sehe mich nicht als Person des öffentlichen Lebens, hat er mal gesagt. Das hat er sich nicht auszusuchen. Er hätte er sich will halt nur die Vorteile davon, ne? Ja, nur die Vorteile will er. Nicht die Nachteile. Seine Person des öffentlichen Lebens hat seiner Meinung nach Öffnungszeiten. Na. Aber das funktioniert nicht. Ja, machen wir weiter. Ich glaube, von. Ja, sollten wir, weil wir haben, nur dass du Bescheid weißt, schon eineinviertel Stunden, aber im Video sind wir noch keine, ja doch, knappe 10 Minuten weiter. Nur dass du Bescheid weißt. Du kannst ja das pausieren, gell? Ja. So die Aufnahme. Können wir kurz 5 Minuten Pause machen? Ich muss kurz pissen gehen. Ja, für euch, für uns hat es wegen länger gedauert, für euch sind wir jetzt wieder da. Die Pinkelpause ist beendet. Und ja, ich würde sagen, lieber Bewertungsversager, wir machen weiter. Ja, gerne. Vom Schreiben her. Und wir beide haben uns entschlossen, wir machen einen Mehrteiler draus, weil wir kommen nur sehr langsam voran, haben viel zu sagen. Und das Video ist auch sehr lange. Das heißt, ihr werdet da jetzt mehr Freude an uns beiden haben. Oder auch nicht. Wenn nicht, gell, oben ist der X-Button. Ne? Ja, richtig. Würde ich sagen, dass es die Gym macht.
Ich habe immer alles selber gemacht. Mache ich grundsätzlich selber. Aber wir freuen uns natürlich um jeden, der es schaut. Und wenn es nur zwei, drei gucken, auch egal. Ja, auf jeden Fall. 24 Menschen, die in der Kommune leben. Da ja Freie Liebe und auch FKK für die Kommune geplant, gewünscht ist, habe ich die Überlegung, dass man beispielsweise eine Art Schlafsaal hat, in dem 6 vielleicht auch mehr schlafen können. Bei 6. Da haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Jetzt stell dir vor, du bist mit deiner Partnerin da zugange und alle anderen 22 hören es und sehen es und ich könnte das nicht. Ey. Absolut nicht. Überleg mal, es gibt ja Leute, die wohnen, was weiß ich, zu viert in einer Dreizimmerwohnung. Das ist schon schwer. Ja, und ist so. Und jetzt zu 6 in einem Zimmer oder zu 24 in einem Haus. Ja. Der ist doch kaputt im Schädel. Ja, ist er. Definitiv. Das beweist, wie kaputt der in seinem Schädel ist. Sowas wie Privatsphäre kennt er nicht. Du willst doch mit deiner Frau alleine sein, in Zweisamkeit, oder? Also. Und allgemein, also sogar in so einer Kommune brauchst du auch mal Zeit für dich. So ich glaube, die einzige Zeit, wo die Leute so alleine sind, haben die, wo außerhalb von der Kommune arbeiten gehen. Das vielleicht dürfen die. Und da dürfen sie sich sogar anziehen, wahrscheinlich. Ja, hör mir doch auf, ey. Aber sobald sie aufs Grundstück kommen, zack, Klamotten aus. Ja, quasi allen Ortseingangsschild, Klamotten aus. Klamotten aus. Ach Gott. 6 pro Zimmer wären es insgesamt 4. Also wird dann. Okay, warte. 24 Menschen, die in der Kommune leben. Wenn man eine Art Schlafsaal hat. Rechne es durch. Leute, die Rechnung ist extra. Ich habe das extra durchgerechnet. Grob geschätzt. Ja, Rainer hat was durchgerechnet. Ja, fühlt er sich jetzt? Ich wollte auch jetzt gerade sagen, Rainer und Zahlen, alles klar. Das ging bestimmt gut. Ja, ging ja sogar gut, weil 24 Leute, 6 Leute in einem Zimmer und Rainer ist auf 4 Zimmer gekommen. Also das muss man mal lobend erwähnen, dass Rainer sich da nicht verrechnet hat. Ja. Ich glaube, ich mache da jetzt auch einen Slow Clap. Ja. Hat er toll hingekriegt. Ach komm, ja. Das ist alles bloß mit 24 Leuten. Oh, okay, das ist nicht. Oh, 6 Leute. Okay, 6 Leute in einem Raum. Ich, ganz ehrlich, da wäre ich. Das ist für mich ein No-Go. Musst du ja auch nicht. Freie Körperkultur und Polyamorie und alles, ne? Okay. Aber Privatsphäre ist schon wichtig. Steht auch Privatsphäre mit ist schon wichtig und. Privatsphäre, das steht auch mit drin. Ich will auch schlafen. Und wenn Hans und Jutta und Jens da drüben. Dicker, du kannst aber nicht Leute in 6 Leute in einem Raum schlafen lassen oder noch mehr und sagen, Privatsphäre steht auch drin. Wo ist da die Privatsphäre? Hä? Ja, das zeigt mir, er weiß nicht, was Privatsphäre ist. Nee, also heißt es, du musst in einen extra Raum gehen, wenn du deine Privatsphäre haben willst. Also allein schon beim Schlafen, beim Schnarchen, wenn 6 Erwachsene, davon mindestens 3 schnarchen, da kannst du doch nicht pennen. Nee, das kannst du vergessen. Das geht halt einfach nicht. Das ist der helle Wahnsinn! Ihren abendlichen Gag. Aber die anderen liegen alle falsch. Guck mal, wie gelangweilt der da ist, als wäre er schon wieder der Einzige, der versteht, was hier Sache ist. Na, der ist so überzeugt von seiner Sache. Ja. Und jetzt gleich sagt er bestimmt irgendwas, weil Gronkh Gangbang gesagt hat. Gangbang machen, dann kann ich halt nicht pennen und ich muss morgen früh aufs Feld. Das will ich doch mal hören. Ja. Das will ich noch mal hören. Die Watzfläche steht auch mit drin. Ich will auch schlafen. Und wenn Hans und Jutta und Jens da drüben ihren abendlichen Gangbang machen, dann kann ich halt nicht pennen und ich muss morgen früh aufs Feld. Ich find's so geil. Ich find's eigentlich ganz witzig, dass der Gronkh hier nur so deutsche Namen genommen hat. Ja. Jens, Jutta und Frank. Ja, schön, absolut wunderschön. Und ich muss morgen früh.
Ja. Rainer hätte damit kein Problem. Der hat ja diesen YouTuber-Schlafrhythmus. Ja, ja. Das sieht man ja, wenn er manchmal nachts irgendwie um 2, 3 Uhr streamt und sich dann wundert, warum keiner da ist. Ja. Oh Gott. Ich bin so gespannt, was er jetzt sagt. Gar ja. keinen Bock. Also, dass die Leute immer ja, nur das, an das Sex klingt denken. Wie eine Jugendherberge. Das sagt er, weißt du, das sagt er. Der mit unzähligen Lustlords und mit dem Masturbatorium sich in der Dusche mehrmals von einem 30 cm Dildo sich das Arschloch auspömpeln hat lassen. Nee. Nee, auch vor allem er, der eine Kommune gründen will mit den Grundpfeilern FKK und freie Liebe. Der sagt, andere denken nur an Sex, Alter. Halt deine dumme Fresse, Rainer. Ja, in dem Fall ist egal. Nimm alles. Nimm die Kommune, nimm die Lustlord-Videos, nimm das Masturbatorium, einfach alles. Er widerspricht da gerade einfach allem. Immer wie es ihm passt. Ja. Immer wie ihm passt gerade. Ja, und er hat es ja auch so geschrieben. Schlimm. Er hat es ja auch so geschrieben. Freie Liebe, du kannst. Komm, hau mir doch ab. Berge. Nur halt. Die Leute müssen da immer nur an Sex denken, dabei ist das kleine Thema dabei. Steht aber da, du. In wesentlich höflicher zwar, aber es steht da. Sollte sich vielleicht mal den Kommunen beitragen. Schlafsaal ist furchtbar. Also ja, vielleicht bin ich da ein bisschen, ja, vielleicht bin ich ein bisschen biased, vielleicht bin ich da ein bisschen so, vielleicht habe ich die Bodenhaftung verloren durch mein Influencer-Dasein. Aber ganz ehrlich, Privatsphäre, das wäre mir schon wichtig. Trotz allem anderen wäre Privatsphäre wichtig und trotz allem anderen wird es ja wahrscheinlich auch Pairings geben, die vielleicht zusammenwohnen wollen oder Leute, die eventuell trotzdem auch noch ganz viel Privatsphäre brauchen, die dann vielleicht eher alleine einen Raum hätten oder sowas. Also du brauchst auf jeden Fall, du brauchst auf jeden Fall, gerade bei 24 Leuten, das ist schon... Er liest doch, so wie es da steht, liest das und so wie es da steht, macht er sich eine Meinung drüber. Ja, das stimmt. Wir haben ja auch gestern drüber geredet, ich würde es mir wirklich, wenn das zustande kommen würde, würde ich mir wirklich wünschen, da sind dann Leute, wo untereinander gut miteinander auskommen, öfter miteinander, ja, es treiben, sage ich jetzt mal dazu. Aber Rainer darf einfach nicht mitmachen. Ja. Keinem Pärchen, bei keiner Gruppe, bei gar nichts. Er wird genauso ausgegrenzt wie sonst auch. Und zwar alles nur aufgrund seines ekelhaften Charakters. Richtig. Und am Schluss wird er aus der Kommune rausgewählt. So und seine Avatar-DVDs bleiben da. Haben wir ja auch gestern drüber gesprochen. Er wird dann rausgewählt. Er würde da drin... Ja, vielleicht 6 Jahre, ja, jetzt sagen wir mal, als Bürgermeister oder im Gemeinderat durchhalten, danach ist er komplett raus. Es ist einfach Ende. Misstrauensvotum. Ja, genau, so sieht's aus. Dann kann er die Vertrauensfrage stellen. Na. Zu viel. 24 Leute, das ist eine ganze Menge. Das ist eine ganze Menge. Puh, du brauchst halt viel mehr Platz dafür. Der macht das gerade alles und nur noch schlimmer. Der gießt voll Öl ins Feuer, weil er nur Leute schnarchen hat, worüber er redet. Halt auch. Ja, genau, da sagt Gronks. Leute schnarchen. Natürlich, das ist schon mal sowas, was komplett gegen den Schlafsaal spricht. Ja. Da musst du überlegen, was brauchst du alleine an Toiletten, sage ich jetzt mal, für 24 Leute? Ja, es ist, du sagst es richtig, es ist ja nicht mal der Schlafsaal, sondern es kommen ja Toiletten dazu. Es kommt einiges mehr noch dazu, das kannst du vergessen. Sag mal bei 24 Leuten, was brauchst du da an Toiletten? Also ich würde schon sagen, mindestens 6 bis 8. Ja. Alter. Mindestens. Ja. Oder an Duschen und so weiter. Du brauchst ja alles. Der stellt sich so eine Gemeinschaftsdusche wie bei der Bundeswehr vor, könnte ich wetten. Ja, du brauchst vor allem auch eine große Küche. Ja. Koch mal für 24 Leute. Und du darfst jetzt nicht vergessen, er hat ja 12 Jahre Koch gelernt. Ja, natürlich. Hat man ja gesehen. hat er gesagt, ich habe 12 Jahre Koch gelernt. 12 Jahre. Mhm. Ach, nicht, nee. Nee, der kann nichts.
Nee. Nichts. Rainer kann keinerlei handwerkliche Sachen. Kein Kochen, kein Malern, kein Auto reparieren. Nichts. Rainer ist zu nichts fähig. Ja. Körperlich nicht und geistig auch nicht. Zu nichts zu gebrauchen? Komplett nicht. Und Leute sind auch laut und bewegen sich und schlafen. Der soll mich ja, ja, genau. Zu nichts zu gebrauchen und bei allem im Weg. Na, wenn Rainer mit anfasst, ist es wie wenn zwei loslassen. Ja, der alte Handwerkerspruch, ja genau. Schnarchen, lass ein Heftchen schnarchen, genau. Die falsche Website und alle letzten Endes. Es ist nicht die falsche Website. Und übrigens jetzt, du hast letzten Endes gesagt, bitte 10 Kniebeugen. Nein, Alter, ich lieg gerade so gemütlich auf meiner Couch, Alter. Aber weißt du, was noch gar nicht jetzt kam? Okay, weil Rainer relativ wenig redet, aber sowas wie Hatne, Händne. Ja, ja. Ich mach das auch immer gerne. Ach, du auch? Hat's dich auch schon erwischt? Oh ja, das ist echt schlimm. Gartne, Verschönerne. Bestandne. Ansonsten. Vonne. Hat sich über das Thema wenigstens auseinandergesetzt und hat mich wenigstens danach gefragt. Ich habe ihm zwei Mal die Info gegeben. Ja. Und husten und stinken. Ich schaue gerade auf alles. Twitch. Alles. Und du sagst, und husten und stinken und schwitzen. Ja. Oh, auf Twitch, da ist Rainer ja übrigens auch gesperrt, gell? Ja, 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 ja. Twitch und wegen YouTube. Wegen was nochmal? Weil er die N-Bombe gedroppt hat. Ah, ja, okay. Und ich war mir nämlich ganz sicher, war es deswegen, ja. Und Twitch hat ihn da lebenslänglich gebannt. Auf den beiden, wo die meiste Kohle zu verdienen ist, also Twitch und YouTube, ist er gebannt. Hast du eigentlich einen Twitch-Account? Ja, ich habe einen. Ah, okay, ich nicht. Ich bin auch kein allergrößter Twitch-Fan. Okay, ich war glaube noch nie auf Twitch. Ja, noch ja. Nie. Ist nicht mal in der App drin oder so, keine Ahnung. Ich ja. Höre davon immer nur. Ja, 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 ja. Nee, ich habe einen, weil ich ja bei A nicht sehr oft mit drin bin und deswegen habe ich einen Twitch-Account. Ah, okay. Gut. Der wird einfach da gerade gegen ja, das Thema mit der Kommune. Okay. Okay, warte. Bei 6 pro Zimmer wären es insgesamt 4 Zimmer, die noch zum Schlafen möglich. Damit würde ein Haus reichen. Nee. Ein Haus mit 4 Zimmern, ja, mit 24 okay. Leuten, das wäre wie Hühner auf der Stange. Ja, genau. Ja, absolut. Das wäre viel zu wenig Platz für 24 Leute. Also ein Haus kommt auf die Quadratmeteranzahl drauf an, aber nur eine Idee. Vier-Zimmer-Haus. Nur eine Idee, für die man übrigens jetzt 100 Euro zahlen darf, um bei der Bewerbung bevorzugt zu werden. Ja, und es steht auch noch gar nicht fest, ob die Idee jemals umgesetzt wird. Also du bezahlst die 100 Euro für nichts quasi, was noch nicht besteht, wo noch quasi noch nicht mal sicher ist, ob das überhaupt mal stattfindet. Ich bin dabei. Na, und wo wir hier gerade, oder wo Gronkh gerade vom Haus redet, wir haben ja gestern auch über die Schanze geredet. Ich hätte jetzt mal diese Frage an die Community gestellt. Wer von euch war schon mal am ASB und wem kam dieses Grundstück bzw. das Haus auch viel, viel kleiner vor in echt, als es in Videos oder Streams rüberkam? Ja, mal gerne. Darüber haben wir gestern geredet, ja, gell? Ja, richtig, richtig. Es ist einfach, was man so in den Videos sieht, ist alles gefühlt 10-mal größer, als es tatsächlich war. Na, allein so der Abstand zwischen dem Haus und dem Zaun. Und dem Zaun und so weiter. Oder der Weg vom Zaun bis zur Garage. Es sieht in Videos viel, viel größer aus. Ja, korrekt. Man kann sich das nicht vorstellen, wie klein das Gebäude gewesen sein muss. Entschuldigung. Ja. Kann man sich nicht vorstellen. Es ist halt, ja, utopisch. Ja. Ja. Aber du hörst ja nicht zu. Zwar dachte ich, dass man auch einen großen Raum haben könnte, indem man beispielsweise einen Beamer installiert, in dem man dann neben Besprechungen auch ab und zu mal Filmabend und ähnliches machen kann. Okay. Runtergerechnet, wie man da schläft in der Kommune.
24, also Privatsphäre. Sag's nochmal, das ist kein Manifest. Ach, halt dein Maul, natürlich ist ein Manifest. Nur weil er es wieder nicht weiß, was es bedeutet. Das ja, es ist so utopisch, das ist kein Manifest. Vollidiot, ey. Troll hat auch schon gesagt in seinem Video, Liebe geht raus, er hat auch schon gesagt, ja, das ist ein Manifest. Dann habe ich es gegoogelt und ich habe auch gelesen, genauso wie du, es ist ein Manifest. Du kommst nicht drum herum, es ist ein Manifest. Ja, guck mal, voll schön, gerade der Solmecke, der hat noch alle seine Zähne, obwohl der viel älter ist. Ja, ja, ja. Und da wird der Mund klein. Ja, ja, der wird immer kleiner. In seiner Idee Kommune. Und Überlegung von mir alleine. Apropos Privatsphäre. Noch habe ich keine Leute für die Kommune, eure die mitreden wollen. Ist auch ordentlich flöten gegangen, falls ihr einen dieser Account habt. Mhm. Oh, das geht mir immer voll auf den Sack. Ja, diese Werbung geht mir auch auf den Sack. Also wirklich in jedem Video von diesem WBS, also dieses dieser Datenleck. Ja, das ist bestimmt gefühlt seit einem Jahr oder so kommt es, oder? Ja, ja. Der kriegt auf jeden Fall Kohle dafür, deswegen macht er das. Auf jeden Fall. Boah, ich weiß nicht mal, was dieser ist. Was ist das? Ist das so wie so auch so eine Musikplattform oder so ist das, oder? Nein, ich habe keine. Ich sag dir ganz offen, ich habe keine Ahnung genau, was es ist. Was soll dieser? Ich glaube, das ist auch sowas wie Spotify, oder? Kann das sein? Nein, das ist irgendein Datenschutzding. Irgendwas damit hat es zu tun. Ah doch, dieser ist Streame Musik und Podcasts. Echt jetzt? Ja, okay. Okay. Ich hab's bei Google gerade eingegeben. Dieser ist eine Musikstreaming-App, mit der du Zugang zu über 120 Millionen Songs, bla bla bla, Podcasts und so weiter. Ah, okay. Okay, dann nehme ich zurück, was ich gerade gesagt habe. Da hast du recht, ja, ja, hast du richtig eingeschätzt. Hier lernt man noch was. Ja. Leute, wir sind Informationskanal. Auf jeden Fall. Aufklärung ist richtig und wichtig. Richtig. Sind jetzt im Internet und unter anderem auch eure E-Mail-Adresse. Ihr seid manchmal auch mit einem Dieser. Also es ist, die Zeiten vergehen, ja, die Zeit bewegt sich immer schneller, technische Fortschritte, manchmal kommt man nicht mehr mit. Es ist schön, wenn man einfach verlässliche Ankerpunkte im Leben hat, wie zum Beispiel dieser Werbung bei den Herrn Solmecke. Das ist einfach schön. Ja. Der macht das jetzt und erzählt das alles. Einfach. Und die schauen da aber nicht wegen dir zu, Rainer. Ja, richtig. Sicherlich nicht. Die Zuschauer, die hier sind, die gucken wegen Gronkh, Ofi und WBS. Sicher nicht wegen dir. Definitiv nicht, ja. Unterwegs, wenn ihr es gar nicht wisst, wenn ihr einen Vodafone-Account habt, und in den Arsch. In welchen? Ja, ich wollte gerade sagen, du hast keine Eier. Die sind kein. Du weißt nicht mal selber mehr, wo deine Eier sind. Hat man ja gesehen. In diesem. In diesem Leak da. Richtig. Weil man es nicht sieht. Damit abzuschließen haben also viele. Checkt mal, ob ihr von dieser Datenleck betroffen seid. Das sind 14 Millionen Deutsche, also sehr, sehr viele sind da drin. Und wenn ihr betroffen seid, versuchen wir 1.000 Euro gar nicht bei für euch geltend zu Spotify, das reicht machen. Ja, so viel zum Thema dieser und Privatsphäre. Der Drache nimmt es mit der Privatsphäre definitiv nicht so genau. Der gleich nochmal eine mitten ins Gesicht. Ja, ist das herrlich. Ich habe ja auch auf das WBS-Video reacted. Also es war wunderschön zum Teil. Ja. Also, teilweise hat er auch für ihn gesprochen. Aber ja. Sein wichtigstes Thema, und das hat er auch im Blog drin, ist die Freikörperkultur. Und das ist auch mit einigen rechtlichen Fragen verbunden. Wer mich kennt, ist von der Vorstellung mich. Ja, ich glaube, wir würden dann an der Stelle jetzt hier langsam Schluss machen. Dann können wir nächstes Mal nämlich mit der Freikörperkultur direkt reinstarten, oder? Ja, richtig. Ist das okay? Dann, na klar, ja. Dann wird es ab hier auch wegen spannend, vor allem was Gronkh dazu sagt. Wir machen ja so schnell wie es geht weiter. Dann habt ihr Teil 2. Jetzt erstmal viel Spaß mit Teil 1. Wann immer ihr das guckt. Ne? Schreibt uns gern rein, was ihr so davon haltet. Ja. Von uns als Duo mal so. Richtig. Also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich auf die anderen Teile dann. Ja, ja, du kannst dann schon mal abschiedende Worte an die Community hinausblasen. Ja, Leute, danke fürs Zuhören, Zusehen.
Macht's gut und ja, wir hören uns. Beste Grüße, euer Bewährungsversager. Ja, danke, dass du hier gewesen bist. Ja, war nice, hat Spaß gemacht. Wir hören uns im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch auch schönen Tag noch und das war's von uns. Jetzt können die anderen reden. Metal off.